Und hier ladet aktuell der Akku auf, den wir am 4. Juli 2018 benutzt haben, und zwar nämlich von der damaligen Gewitterlage. Es ist immer wieder sehr praktisch, wenn man im Prinzip gleich zwei Akkus hat. Somit hat man dann für den Notfall, falls man vergessen hat, den Akku aufzuladen, immer noch einen komplett vollen Akku. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dokumentation. Heute ist Sonntag, der 15. Juli 2018. Viele werden diesen Tag wahrscheinlich auch anders kennen, und zwar nämlich als den Tag, an dem das Fußballfinale stattfindet. Und zwar nämlich spielt heute Frankreich gegen Kroatien. Wir sind sogar der Meinung, dass eher Kroatien wahrscheinlich gewinnen wird, einfach aus diesem Grund, weil die auch Russland platt gemacht haben, was natürlich nicht so gut uns gefallen hat. Aber die haben auf jeden Fall auch noch andere Mannschaften super platt gemacht, wie zum Beispiel England. Und daher dürfte für die auch Kroatien gar kein Problem sein. Und andersherum Frankreich gar kein Problem sein. So, damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Gewitterlage heute am Sonntag, den 15. Juli 2018. Ja, wie Sie sehen, ist hier im Prinzip auch Montag und Dienstag noch Gewitter, und nächste Woche Freitag steht auch noch ein Symbol drauf. Aber wegen der Arbeit haben wir leider hier die Schwierigkeit, dass wir diese Gewitterlagen einfach nicht rechtzeitig abfangen können. So, wir haben hier jetzt aktuell schon eine Zelle vor uns. Und diese Zelle, die hat sich ursprünglich einmal östlich von Heilbronn ausgebildet. Hier sehen Sie das. Und diese, die verlagert sich jetzt komischerweise, warum auch immer, retrograd. Retrograd haben wir Ihnen schon am 9. Juni 2018 erklärt, aber wir können das Ganze natürlich noch einmal erklären. Und zwar nämlich, retrograd bedeutet so viel wie, wenn die Zelle nicht dem Wind gehorcht, sondern einfach gegen den Wind zieht, beziehungsweise schneller anbaut, als überhaupt der Wind schafft, die hin in die andere Richtung zu treiben. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal anschauen. Hier drüben ist im Prinzip die Zelle, das sehen Sie hier. Ja, die ist direkt in Richtung Osten. Und laut unserer aktuellen Meldung des Radars erwarten wir, dass die Zelle im Prinzip sich sogar ein klein wenig zu uns her verlagert. Ja? Aber das ist noch nicht zu 100% abgesichert, obwohl sie schon einmal von 28 Kilometer auf 8 Kilometer in die Nähe herangekommen ist. Ja? Aber wir müssen auf jeden Fall da noch abwarten, wie das Ganze da aussieht. Wir haben schon mal unser Solarpanel aus Sicherheitsgründen weggeräumt, einfach aus diesem Grund, weil heute leider Regen bzw. Gewitter zu erwarten ist, und dadurch haben wir Bedenken, dass es zu Schwierigkeiten kommt. Oh, sehen Sie mal hier. Hier ist noch eine Zelle. Die ist aber gerade im Aufbau. Die hat sich noch nicht fertig ausgebildet. Auf jeden Fall können wir aussagen, dass die heutige Gewitterlage ein ziemliches Planschbeckenbad wird, ja, weil sich überall herum Zellen ausbilden, und diese Zellen im Prinzip wahrscheinlich sich sogar zusammenschließen werden. Ich gucke mal, was die da labern. Oh, okay, machen wir das weg. Und hier sehen Sie das aktuelle Radarbild, ja. Anfang war nur das ganz kleine Ding da hinten, das hier. Und jetzt hat sie sich bis hier zu uns hin verlagert. Das heißt im Prinzip retrograd. Sie sehen, die Strömung ist von West nach Osten. Ja. Und okay, wir könnten eigentlich auch mal ein aktuelleres Radarbild nehmen. Ja, Radarkarte. Karte wird geladen. Und hier sehen Sie es. Ja. Und deswegen werden wir uns jetzt gleich mal die Zelle vorknüpfen, nachdem wir davon ausgehen können, dass sie auf jeden Fall Blitzaktivität hat. Ja.
Jetzt ist es aktuell 8 Kilometer, das habe ich Ihnen gerade eben schon gesagt, 8 Kilometer entfernt noch. Ne? Und Sie sehen, also wenn wir heute zum Kocher fahren wären, das wäre keine so gute Idee gewesen. Gestern sind wir nämlich 20 Kilometer gefahren, ja, und direkt bis nach Korrenthürn. Das ist da, wo die A81, also im Prinzip da, wo das Symbol 20 steht. Ja. Bis dahin sind wir mit dem Fahrrad gefahren gestern und ja, auf jeden Fall, das ist heute nicht allzu optimal gewesen, wenn wir dort heute hingefahren wären, anstatt gestern. Gestern war es ja nämlich noch komplett sonnig. Die heutige Wetterlage ist im Prinzip auch von einem etwas größeren Hitzetief, welches sich über Frankreich ausgebildet hat. Deswegen sind hier nun mal halt ein paar Zellchen aktiv, die wohl eigentlich circa mit 10 bis 15 Kilometer pro Stunde in Richtung Osten ziehen müssten. Aber manche Zellen verlagern sich einfach retrograd. Ja. Eigentlich dachten wir, dass diese Zelle hier zu uns kommt, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, die bewegt sich nicht so gut. Deswegen, ja, dann dürften wohl wahrscheinlich die Kollegen, wie zum Beispiel der, ich weiß jetzt nicht, Felix oder Fabian, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, der wo von der Merzheim kommt, beziehungsweise irgendwo. Ich glaube, ja, zwischen der Merxheim und Peyer, ne? Der dürfte wohl wahrscheinlich die Zelle mit dem Fahrrad anfahren, so wie immer. Ne? Und ja, wir könnten uns auf jeden Fall überlegen, dass wir uns die Zelle vorknüpfen, weil Sie sehen ja, gerade eben da, wo noch die 20 war und ich mit dem Kocher diskutiert habe, ja, da steht jetzt nun eine 30. Das heißt, die Zelle, die legt jetzt den Zahn zu und die Blitzaktivität steigt freudig in die Höhe. So, sehr geehrte Damen und Herren, damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Dokumentation am Sonntag, den 15. Juli 2018. Bitte beachten Sie, heute haben wir leider kein Highspeed-Internet dabei, weil wir das von Vodafone erst morgen einsetzen möchten, währenddessen wir auf der Arbeit sind. Deswegen werden wir heute auf Highspeed verzichten. Was wir allerdings machen können, ist Folgendes, und zwar nämlich, dass wir jetzt die Karte ausbauen, die Netzclub-Karte und die Vodafone-Karte reinstecken und dann die 100 MB nehmen. Ja, das ist möglich. Das werden wir auch jetzt gleich machen. So, wir werden uns auf jeden Fall jetzt gleich sofort auf den Weg machen und dass wir im Prinzip diese retrograde Zelle beobachten können. Da dazu gehört einmal das OKitel K10, das soll auf jeden Fall noch mit dazu. Und natürlich das B20 Pro und die Kamera auf jeden Fall noch. So, gut, damit bis gleich. Ausgerüstet mit diesem Gewitterwarner, mit einer Jogginghose, falls es noch etwas kühler wird. Und natürlich dem gesamten Kameragepäck. Wollen wir uns jetzt nun aufs Feld begeben. Und wir sind auch noch froh und glücklich, dass wir doch faul waren und die ganzen Sachen von früher noch im Auto drin haben. Dadurch müssen wir nicht zu viel reinladen. Wir sehen zum Prinzip auch das Ding. Da kommen die Jogginghose noch mit dazu. Die zwei Stative sind auch noch da. Das ist ja hervorragend. Kommt das Ding hier, wobei, das würde ich sogar in die Kabine mit reinnehmen. Vielleicht brauche ich noch irgendetwas. Ne? So. Da kommt das Teil direkt hier rein. Und dieses Mal haben wir sogar unseren Geldbeutel mit dabei. Das heißt, der Führerschein ist auch da. Übrigens, wir haben herausgefunden, bei der Doku am 31. Mai hat es so ein Geräusch gegeben. Das heißt, das ist im Prinzip so ein Handygeräusch. Ja. Und das haben wir herausgefunden, von woran das lag. Und zwar nämlich von dem TomTom hier. Das TomTom hat sich mit einer, ist mit einer mobilen SIM-Karte ausgestattet und dementsprechend
wählt er sich auf Edge ein, beziehungsweise 2D. Ja. Und dadurch kommen diese Geräusche. Allerdings, Sie erinnern sich vielleicht die Zelle da bei Sinsheim. Und zwar nämlich in die Zelle, die sieht eigentlich relativ gut aus. Das Problem könnte sogar schon fast sein, was die noch auslöst. Ja? Dann stehen wir quasi zwischen zwei Zellen. Wir werden jetzt erst einmal gucken, dass wir zu dem Platz in Richtung Bonfeld fahren. Das ist jetzt quasi der eine Platz da, wo wir jetzt am 9. Juni die Doku gemacht haben. Dorthin werden wir jetzt erst einmal fahren. Ja? Oder wobei, ich habe sogar noch eine andere Idee. Könnte ich sogar auch nochmal überlegen, wobei. Das ist halt Richtung Osten, da können wir das Dach nicht benutzen. Alles so bescheuert. Deswegen, weil es wieder Richtung Osten ist. Genauso wie am 9. Juni und das letzte Mal war es Richtung Norden. Aber da wollten wir überhaupt die Zelle erreichen. Ne? Ist ja aber sehr wenig Verkehr, muss man sagen. Ne? Dass hier irgendwann eine Neubildung ist und ich habe die noch nicht auf dem Schirm, oder was ist da los? Wo kommt denn der Regen her? Komisch. Also da bin ich jetzt momentan überfragt, von wo der Regen jetzt herkommt. Müssen wir gleich mal abchecken, ja? Weil eigentlich wollten wir die Zelle, wo Sie jetzt gerade da vorne sehen, die wollten wir eigentlich beobachten, weil die ist ja jetzt langgezogen von Neuenstadt am Kocher bis nach Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Ja? Und bis Bad Friedrichshall-Jagstfeld sind es ungefähr Luftlinie 8 Kilometer. Und deswegen, weil die sowieso ein bisschen retrograd läuft, Alter, was für ein Flitzer. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den gesehen haben oder nicht, aber auf. Ah, der Ludwigsburger, der will dahin. Mich wirklich ernsthaft, wo nur dieser Regen herkommt. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir jetzt gleich mal Informationen abholen. Ja. Hier wurde schon alles abgeerntet. Hm.
Schauen Sie mal. Das hier ist im Prinzip die Zelle von Sinsheim. Ja. Jetzt muss ich erstmal die Kopplung reinmachen und den ersten Tank einlegen. So. Das hier ist die Zelle von Sinsheim. Ja. Die haben wir hier auf dem Schirm. So. Und das hier ist die Zelle in Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Und die haben wir hier auch auf dem Schirm. Aber von wo kommt jetzt dieser komische Regen her? Das ist jetzt die große Frage aller Fragen. Wir werden uns jetzt mal gleich kurz informieren, was hier das Smartphone aussagt. Unkontrolliertes Rumgeeier. Oh, schauen Sie mal, die Sinsheimer Zelle hat auch ausgelöst. Alter, wenn das jetzt das Verbindungsstück wird zwischen den zwei Zellen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Und dann können wir gar nicht mal richtig beobachten von draußen. Und wir sind mitten im Dauerregen. Ja? Und zulassen. Okay. Jetzt warten wir einfach mal ab, wohin die Sinsheimer Zelle zieht. Vielleicht verlagert die sich auch retrograd, dann haben wir das Problem nicht. Ja? Aber eigentlich dachte ich, dass wir hier im Trockenen gemütlich beobachten können. Oh, jetzt hat es gekracht. Das OKTEL K10 muss man hier rein. Das ist hier mein Support-Handy. Ja, ein bisschen helleren Bildschirm könntest du schon machen. Oh, es ist hier drin heiß. Scheiß drauf, wenn es ein bisschen reinregnet. Also das hier ist die Zelle bei Sinsheim. Jetzt müssen wir uns halt entscheiden. Welche Zelle wir überhaupt nehmen? Nehmen wir die von Sinsheim oder nehmen wir die von Bad Friedrichshall? Das ist echt eine bescheuerte Lage. Eigentlich der Theorie nach ist die Sinsheimer Zelle näher als die Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Ja? Der Theorie nach. Aber die Frage ist nur, was werden wir da erkennen, was werden wir da sehen? Vor allen Dingen, das ganze Zeug ist relativ strukturlos, ja? Wenn ich mir das Ganze anschaue. Das P20 hat so eine praktische Screenshot-Funktion. Und zwar nämlich, wenn man doppelt drauf tippt, also doppelt drauf tippt, dann macht er automatisch einen Screenshot. Das kann das K10 jetzt nicht. Ne? Noch hält sich der Regen in Grenzen.
kleinen Moment. Ich pack mal das Auto sinnvoller um. Und zwar nämlich so, dass wir... Aha. Achso, der will auch auf dem Feldweg, aber der geht ja nur auf dem Feldweg. Er nimmt den direkten Weg nach Bonfeld. Wahrscheinlich leitet den das Navi dorthin. Kann ich mir gut vorstellen. So. Auto im Prinzip so hinstellen, dass wir quasi trotzdem hier ein Stativ aufbauen können und Richtung Osten aufnehmen können. So möchte ich zumindest das Auto hinstellen. So, Fenster auf. Dass wir im Prinzip den Nieselregen umgehen. Jetzt kommt das Teil einmal runter und ich muss jetzt zum Kofferraum. Ja, der hat fette Reifen, muss man sagen. Weil der Wind kommt nämlich von Osten, ja. Und jetzt gucken wir im Prinzip, jetzt machen wir hier ein kleines Stückchen das Stativ länger. Hier machen wir es auch ein kleines Stückchen länger. Damit tun wir im Prinzip die Unebenheit des Sitzes ausgleichen. Okay, das war jetzt ein bisschen zu lang. So ungefähr. Und so. So ungefähr. Na, schauen Sie mal. Das funktioniert doch wunderbar. Hier ist das Stativ. Da werden Sie im Prinzip sich jetzt gleich hier oben drauf befördern. Aber schauen Sie mal, die retrograde Zelle, die kommt doch näher. Ne? Bald sind wir quasi mittendrin im Zentrum. Und das ist ein bisschen bescheuert. Das muss ich wirklich zugeben. Weil mit so einem retrograden Müll habe ich jetzt nämlich auch nicht gerechnet. Okay, machen wir es noch ein bisschen tiefer. Und hier noch ein bisschen tiefer. Dann steht das Teil hier nämlich komplett stabil und Sie können trotzdem rausschauen, obwohl wir im Prinzip aktuell leichten Regen haben. So. In der Zwischenzeit gucke ich mal hier mich selbst um, was ich hier überhaupt für Kabel habe. Oh. Ich muss das sowieso reparieren, das mit dem TomTom-Kabel hier. So. Der hier funktioniert ohne Probleme. Okay. Und jetzt kann man den mal dran knipsen. So. Und dann können wir das nächste Mal mit dem Kabel navigieren. Mal gucken, wie es dann damit aussieht. Ja. Ich glaube, das
Ja, interessant. Es nieselt halt, ne? So. Amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Für Stadtteil Bronn. Bis 17 Uhr. Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Aha! Ha. Aber retrograd haben sie gar nicht gerafft. Ne? Und dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeit bis 75 km pro Stunde. Hallo, Hallo? was tun Sie da? Ich tue das Gewitter aufnehmen, das was von dort hinten herkommt. Wie bitte? Ich tue das Gewitter aufnehmen, was. Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich tue das Gewitter von dort hinten aufnehmen, das kommt gleich hierher, das Gewitter. Was ist diese Gewitter? Das Gewitter von Sinsheim. Ach so. Da kommt gleich, da sind hinten schon Blitze zu sehen. Ja? Also, sie macht Blitzer. Genau, ich tue im Prinzip nur die Blitze aufnehmen, die Linienblitze, wo runtergehen. Ach Von dort so. hinten, da kommt gleich Gewitter. Ach so, okay. Vielleicht soll das ein bisschen schneller laufen, damit du noch trocken heimkommst, ja? Okay. Okay. Gut, Danke, dann tschüss. mache ich jetzt gleich weiter, okay? Ja, danke schön. Okay, dann Wiedersehen. Naja, gut. Auch wenn wir jetzt hier ein merkwürdiges Interview bekommen haben, währenddessen wir hier gerade beobachten, ne? Der dachte eigentlich am Anfang, dass wir im Prinzip hier eine Geschwindigkeitskontrolle oder ähnliches machen, ne? Weil hier ist nämlich 70 km pro Stunde, aber nee, das machen wir nicht, sondern jetzt schaut er im Prinzip auch dorthin. Zu dem Gewitter, das wo bei Sinsheim ist. Ja, der wird sich noch wundern. Der wird wahrscheinlich gleich noch nass werden und zwar ordentlich. Der guckt jetzt immer noch nach Westen, nach Sinsheim. Der denkt wirklich, dass da jetzt Blitze rauskommen. Gut, bis jetzt haben wir noch keinen einzigen gesehen, ja, aber das Ding ist halt eben auch noch circa 10 km entfernt und tagsüber ist es immer noch ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn die Sicht nicht so gut ist, dann Blitze noch 10, 15 km entfernt zu erkennen, aber. Ah, jetzt ist er hinterm Bauernhaus verschwunden. Er wird wohl wahrscheinlich noch nach Bonfeld laufen. Ja? Aber bis nach Bonfeld sind es von hier exakt noch 4 km. Ja, dafür braucht man ungefähr Pi mal Daumen 40, 45 Minuten, ja? Wenn sie da gemütlich laufen. Und naja, ich weiß nicht so recht.
Die eine Zelle da hat wohl, also ich meine jetzt die in Bad Friedrichshall-Jagstfeld, die wohl retrograd ist, die hat wohl scheinbar jetzt gerade so ein Schwäche, so ein Schwächeloch. Ne? Machen wir mal hier zu. Das heißt quasi, dass da momentan keine neuen Blitze registriert werden. Die andere Zelle, die wo bei Sinsheim, die wo wir jetzt gerade eben beobachten, die ist im Prinzip... Oh, man hört es donnern. Aber schauen Sie sich das mal an. Sie sollten auch die Wolkenformationen über sich im Auge behalten, weil das Ganze hier sieht nämlich doch noch gefährlich aus. Ja? Obwohl das Ding dort hinten sich abgeschwächt hat, also das hier. Aber das hier oben, das sieht noch gefährlich aus. Deswegen würde ich ja lieber aus Sicherheitsgründen drin bleiben. So sieht es aktuell aus. Das hier ist die Zelle mit der 41, da links. Das ist die Zelle, wo wir gerade beobachten. Oder jetzt 42 links. Ja. Und diese andere Zelle da, die wohl da hinten ist, die hat jetzt momentan gerade so ein etwas... eine schwächere Phase, deswegen, ups, mal abwarten. Mal abwarten. Oha, jetzt habe ich gerade eine E-Mail bekommen. Da steht drin WUSU92HNXX151.341. Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter. Für Kreis und Stadt Heilbronn gültig von Sonntag, den 15. Juli 2018, 15.41 Uhr, voraussichtlich bis Sonntag, den 15. Juli 2018, 17 Uhr. Ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst. Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern, Stufe 3 von 4. Der hat wohl aber auch die Straße nicht getroffen. Oh, jetzt haben wir Blitze gesehen. Okay, sehr geehrte Damen und Herren, wir gehen jetzt doch raus. Einmal Fenster zu. Einmal Fenster zu. Solange wir draußen noch beobachten können und es trocken ist, ist alles im grünen Bereich. So. Okay. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Hier die Bäume. Am besten. Ja, jetzt kommen neue Tropfen. Den Outflow von der anderen Zelle. Ja. Jetzt sind wir aber komplett draußen und beobachten jetzt. Oh, und da hinten kommen schon die nächsten Radfahrer. Da bin ich mal gespannt, ob die jetzt auch anhalten werden für ein Interview. Eigentlich wollen wir hier gar keine Leute interviewen, was die zur aktuellen Wetterlage meinen. Aber wenn die Leute halt eben hier alle meinen, dass sie noch spazieren müssen,
Fahrrad fahren müssen oder ähnliches. Ah, jetzt kommen schon die ersten Blitze. Hey, aber die Neubildung, die löst aus. Jetzt kommst du, Achtung. Ach nö. Gib Gas. Ärgerlich. Gerade erst aufgebaut und schon pisst das wieder aus dieser Neubildung. Okay, dann müssen wir scheinbar wieder auf den alten Weg zurückdrehen. Und zwar nämlich im Schlachtes. Weil es wird immer stärker verwenden. Der Regen wird auf jeden Fall stärker. Deswegen, ups, wir müssen erstmal aufmachen. Gut, dann bauen wir halt eben wieder die alte Variante auf. Na, ja, komm runter. So, hervorragend. Ich muss erstmal den Schlüssel wieder reinstecken. Das ist ärgerlich. Naja, gut, aber der Typ wird jetzt auf jeden Fall nass. Ich weiß, ich bin nicht gerade sehr freundlich. Okay, machen wir das mal so. Dann muss ich nur ein Ding runterstellen. Wir könnten noch ein klein wenig umparken, sodass wir noch ein bisschen bessere Überprüfung haben. So, jetzt haben wir. Hey, da fährt schon wieder da rein. Jetzt haben wir die Zelle exakt im Blick. Und hier werden Sie jetzt noch ein paar Linienblitze sehen, bevor die Zelle uns dann auch erreichen wird. Oha, schauen Sie sich das mal an. Oha. Da wird auf jeden Fall einiges herkommen. Schrott. Ich glaube, ich setze mich im Prinzip hinten rein. Mache ich hinten mit dem Fenster runter. Moment. Und dann da aufmachen. Und dann kann man im Prinzip mit der Blitzkamera hinten raus. So. Sehr verehrte Damen und Herren. Jetzt hören Sie mich mal von Rücksitz. Ja, machen wir mal komplett zu. Alter, das war ein Wolkenblitz. Alter, noch zügig unterwegs, muss man echt sagen. Thank you.
Das Ding hat aber ordentlich viel Niederschlag, muss man sagen. Ansonsten würde man die Blitze erkennen. Schaut schon wieder ein Wolkenblitz. Da kannst du reden von der Retrogradenzelle. Schon wieder ein Wolkenblitz. Okay, das Zentrum ist aber auch weit links. Beziehungsweise der Blitz. Thank you.
Alter, da reden wir das jetzt schon aber richtig schön stark. Geht schon gut ab hier. Und vor allen Dingen, das ist noch der Regen von der Dings, von der rechtsgeraden Bildung. Das ist doch nicht nur der Fünfheimer Regen. So, sehr verehrte Damen und Herren, ich komme jetzt wieder zu Ihnen nach vorne. Ja. Jetzt muss ich erstmal außen herum rennen, ums Auto herum. So schlau, hier ist noch das Türschloss. Ich muss erst aufmachen. So, Dalle. Ah, und jetzt haben wir hier noch eine Fliege drin. Also irgendwie, ich weiß nicht, heute will es nicht so richtig laufen. Keine Ahnung, was da los ist. Keine Ahnung. Ah, die Daten sind veraltet. Gucken wir mal aufs K10. Okay, also jetzt wird wohl wahrscheinlich der Regen dauerhaft aktiv bleiben. Und die Zelle erreicht uns jetzt bald.
Das Bild hier habe ich vorher mit der Blitzkamera gemacht. Wenn ich zu Hause bin, jetzt zum Beispiel in Rügen, knallt es in Reutzern bei mir zu Hause in der Südpfalz. So ein Scheiß. Bei mir ist keine einzige Wolke, nirgends. Nachdem ein Hochnebelfeld vom Meer heute abgezogen ist vor 3 Stunden. Ach so, der ist gar nicht in Rheinland-Pfalz, sondern der ist oben in Rügen oder wie auch immer das Kaff da heißt. Ne? Oder die Insel heißt, glaube ich, so. Langsam schwitzen wir hier auch schon zu. Ne? Alter Schwede, was da für ein Gefährt herkommt. Da bieten auf die Straße an. Ja, jetzt kommt die Sache wieder mit dem manuellen Fokus ins Spiel. So. Wir werden uns jetzt erstmal abchecken, ob wir überhaupt irgendwie einen Ort finden, wo es nicht regnet. Das ist aber ziemlich schwer. Das ist ziemlich schwer, muss ich wirklich zugeben. Schauen Sie mal. Wir sind im Prinzip der schwarze Punkt. Ja? Es regnet eigentlich überall. Schrott. Okay, jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, der Regen. Wir müssten halt herausfinden, von welcher Richtung der Regen kommt. Alter Schwede. Thank you.
Naja, da ist ja einer Typ da, der wo jetzt, was weiß ich, vor 20 Minuten da war, der wird wohl wahrscheinlich jetzt bitchen nass sein. Oh, ich hab den Blitz sogar gesehen. Der ist, glaube ich, nicht drauf. Ja, das Coole ist ja im Prinzip. Jetzt ist eigentlich nur noch kaum reden da, ne? Der Scheißdreck, der ist abgeregt. Kann das sein? Und dann würde ich kurz rechts reinfahren und dann wieder rausgehen, wenn die Kamera aufkommt. Wenn das so ist. Und dann können wir im Prinzip noch ein paar Blitze aufnehmen. Viel Wasser. Alter Schwede. Muss ich. Oder ich gehe rüber. Ja, ich fahre ein Stückchen zurück. Ah, hier ist trocken. So. Dann bauen wir hier jetzt das Stativ auf und ich hole mir schon mal meine Jacke. So. Okay. So. Aber der Starkregen ist nicht weit weg. Dort hinten in Bohnfeld regnet es ganz schön. So. Jetzt haben wir den gerade aufgestellt. Alter. Ich habe das Gefühl, dass da noch eine Zelle aktiv wird. Die ist südlich von uns. Ja, südöstlich, schauen Sie sich das mal an, hier. Eigentlich haben wir rundum um uns Blitze.
da ist gerade Feuerwehr vorbeigefahren. Also jetzt regnet es gar nicht mehr. Circa 2 Kilometer südlich von uns pisst's wie noch was. Ja. Dann haben wir südöstlich und östlich regnet's. Da drüben sieht man nicht mal einen Horizont. Oh, das war jetzt die Zelle südlich. Ja. Jetzt hat die Zelle südlich geblitzt. Mal gucken. Der war aber doch relativ dicht dran, muss man sagen. Zwischen dem Blitz und dem Donner sind ungefähr 4 Sekunden vergangen. Wow, jetzt nochmal. Sieht wohl so aus, wie wenn in der südlichen Zelle sogar Hagel drin wäre. Hoppala. Die Autofahrer, die werden sich wieder denken, was macht denn der hier? Hm? So wie der eine Typ, der wo da vorbeigelaufen ist, was mache ich hier? Also der Nächste, der wo hier anhält und vorbeilauft, dem werde ich dann erzählen, dass ich hier gerade probiere, Kaninchen aufzunehmen. Ja? Und der jetzt gerade die alle verscheucht, deswegen soll er bitte weggehen. Das Coole ist, wir sind hier im Prinzip in einem Niederschlagsloch, ne? Und dadurch, weil wir im Niederschlagsloch drin sind, können wir hier ohne Probleme beobachten. Die Sinsheimer Zelle, die kommt irgendwie nicht näher, ich weiß nicht warum. Oh, oh. Bitte, Jäger. Jawohl. Und die haben es gleich sofort schon erkannt, dass ich ein Gewitterjäger bin. Also so schlau sind auch nicht wirklich alle Leute. Jetzt war ich noch nicht mal bereit gewesen. Na, da war jetzt noch nördlich sogar.
Der ist ja ganz weit hinten rausgekommen. Ich glaube, aber den habe ich noch drauf. Auf der Kamera hier glaube ich jetzt nicht. Nee, habe ich auch nicht drauf. Die Palierung ist ein bisschen komisch. Minimal. Ui. Das war jetzt ein Tropfen direkt ins Auge. Ja, ein bisschen Regen ist noch, aber nicht viel. Es ist sehr wenig. Okay, jetzt ist ein bisschen mehr Regen. Der Linse ist zum Beispiel ein Däubchen angekommen. Halt, also langsam denke ich sogar, dass die Zelle da drüben eher aktiv wird als die, was wir jetzt hier gerade beobachten. Ja, aber die schwappt auch ein bisschen nach Norden aus. Ist nicht so gut. Oh. Okay, jetzt setzt der Regen wieder ein. Alter, der war schon relativ dicht. Dann müssen wir wieder das Auto umparken, weil jetzt regnet schon wieder. Dann werden wir die Zelle Richtung Süden beobachten. Und schon zum zweiten Mal müssen wir umpacken. Oder eigentlich zum dritten Mal, um genau zu sein. Jetzt müssen wir erstmal den manuellen Fokus wieder stellen.
Amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewitter mit heftigen Starkregen und Hagel. Bildet von 15. Juli 2018, 16.27 Uhr, okay, vor 2 Minuten, bis 17 Uhr. Oha. Böen bis 80 km pro Stunde, Niederschlag bis 40 Liter pro Quadratmeter und Hagel um 2 cm. Gewitter möglich. Oha, ich glaube, jetzt haben wir noch schlechtere Karten. Oha, und ich denke mir so, ja, welche Zelle ist hier noch am besten? Oh, der erste Kommentar. Matthias Botewell, warum nimmst du Vodafone, wenn es so schlecht auf deinem Handy lädt? Läuft in deinem Ort Bad Rappenau? Dann wechsel doch zu O2 beispielsweise. Naja, ich bin ja bei O2, aber wenn man gedrosseltes Internet immer nur hat und bei Vodafone vielleicht ein paar 1-2 MBs mehr pro Sekunde hinkriegt, dann kann man ja schon mal ein Radar warten und so. Deswegen, ich meine, ich nutze ja Vodafone nur für 2 Tage maximal. Mehr nutze ich das gar nicht. Und sonst nutze ich ja immer O2. Das hat ja ausgezeichnete Netzqualität. Von dem her, das ist auch nicht so tragisch. Oha. War direkt über mir. Ach gut. Aber es regnet gar nicht mehr, oder nicht mehr so stark. Ne?
Also ich verstehe die Wetterlage eigentlich gar nicht richtig. Ich verstehe die Wetterlage nicht richtig, ne? Es rumpelt überall da und da und da. Das Radar zeigt extreme Niederschlag an. Und es regnet gar nicht. Ihr könnt ja jetzt eigentlich wieder rausgehen, ne? Ah, wobei jetzt regnet es wieder ein bisschen. Jetzt läuft es hier rein. Alle Mann, Türen zu. Aha. Das ist alles südlich bzw. südöstlich.
Alter. 8000 Schweine sterben bei schwerem Brand auf dem Bauernhof. In Rheine, das ist irgendwo dort oben, dort in der Nähe von Achhaus. Das gehört der Malte gepostet. Oh, der Patrick Pedi schreibt gerade, der schreibt folgende Informationen. Oha, das war jetzt ein Blitz. Hi Thomas, ich schaue gerade deine Doku an. Hi Thomas, ich schaue gerade deine Doku an vom 4. Juli 2018. Hast du einen neuen PC mit Monitor? Nein, habe ich nicht. Den habe ich vom Sperrmüll geholt. Da ist Windows XP um. Nehme ich an, so wie das aussieht, läuft das bei dir noch flüssig. 5-mal Fragezeichen. Ich benutze das Windows 10. Lachgesicht mit Tränen in den Augen. Ich schaue mal deine Doku. Mir geht es gut, Thomas. Wie geht's dir? Vodafone, Thomas, kannst du wegwerfen? Ich hatte das Problem mit denen auch, und zwar mit Internet und Telefon. Immer wieder Abbrüche während des Telefonierens. Ich bin bei O2, beim Internet und Telefon. Und seitdem ich bei denen bin, habe ich gar keine Probleme. Und ich bin bei blau.de, bei meinem Handy 4 GB das Datenvolumen unbegrenzte Minuten Flatrate, SMS und Handy und Festnetz für 19,99 € im Monat. Oha, 4 GB, da kriegt man glaube ich bei Aldi mehr. Ja. Du hast das Huawei P20 cool, damit hast du deinen Kauf erfolgreich gemacht. Das ist super, das Handy. Wenn er überhaupt wüsste, was das Handy eigentlich alles könnte, aber ja, eigentlich ist es genauso gut wie das Oppitel K10, ja. Bloß es hat halt eine bessere Kamera und halt einen schlechteren Akku, mehr nicht. Boah, da kannst du reden, der ist ja südlich. Ja, ich sehe schon, komm. Mach mal auf. Interessant. Ah, das ist jetzt über Heilbronn. Das Ding wird jetzt nach Südosten abziehen. Bisschen regnet es halt noch. Ah, wir können ja mal die Kamera ein bisschen nachjustieren. So.
Irgendjemand schreibt da immer, ich habe aber keine Ahnung mehr. Wahrscheinlich der Patrick. Patrick Pedi. Das war ein Wolkenblitz. Oha. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der Blitz ungefähr ca. 50 Meter entfernt war. Da hat man nicht mehr diesen lauten Knall gehört, sondern eher so einen reißenden Ton. Ja. Und so gefährlich ist es auf jeden Fall, das muss man wirklich aussagen, aktuell. Obwohl das Teil eigentlich schon fast in der Nähe von Heilbronn ist. Aber ich frag mich, da ist er wahrscheinlich irgendwo dort hinten auf der Landstraße oder so eingeschlafen. Irgendwo da. Der war auf jeden Fall nicht weit weg. Man hat ja auf jeden Fall nur das so komische reißender Ton. Kein Knall, sondern so ein, so wie wenn man irgendwie etwas reiben würde oder wie wenn irgendetwas zerrissen wird oder so. So ein Ton. Der war auf jeden Fall aber nicht laut. Blitz war doch sehr, sehr dicht dran. Und so merken sie sich auf jeden Fall, wenn sie so einen reißenden Ton hören, dann war der Blitz doch relativ dicht dran. Ja. Aber das Ding ist jetzt irgendwo im Osten, ne? Eigentlich könntest du wieder das Stativ rausholen und rausgehen. Es regnet zwar noch ein ganz kleines bisschen, aber wir könnten eigentlich da schon rausgehen. Ja, ein bisschen regnet es halt noch, aber...
Oh, ich glaube, nördlich hat sich eine neue Zelle ausgebildet, kann es sein? Auf jeden Fall war der Blitz wieder ungefähr da in der Region, da wo vorher der gewesen war, der von nördlich. Komisch. Ja, der Regen wird jetzt wieder ein bisschen stärker. Aber noch geht's einigermaßen. Eigentlich haben wir hier auch einen Regensturm, eigentlich. Nee, der wird wahrscheinlich in den Kofferraum liegen. Jetzt ist der Regen wieder zu stark. Ich würde wieder noch mal reinräumen. Ich würde noch mal reinräumen. Ach, ist das ein komisches System hier. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. So wie bei der Deutschen Bahn. Immer gehen Leute rein, Leute gehen raus. Rein, raus. Oh, das war aber einer. Na ja, gut, dann halten wir halt einfach die Kamera hier so raus. Ich will der Kamera jetzt auch nicht unbedingt direkten Regen aussetzen. Die soll nämlich noch ein paar Jahre halten. Schauen Sie sich das mal an. Oh, wir haben nochmal nur einen Fokus drin. Da ist noch ein Tropfen drauf. Jetzt müsste der weg sein. Dieser Regen hier. Oh, noch 5 Minuten und das Spiel fängt an. Frankreich gegen Kroatien. Wir werden Ihnen live über dieses Spiel berichten, da wir hier eine direkte Verbindung haben über Telegram. Also Telegram informiert im Prinzip direkt. Moment. Leider. Informiert also direkt über Tore oder ähnliches. Ja? Und das ist die aktuelle Ranking-List.
die wohl hier in der WM ist. Ich bin sogar Platz 1 ja, mit 138 Punkten. Platz 2 ist dann Leon. Machen wir mal hier das Fenster zu. Ich muss erstmal den Schlüssel reinstecken, damit ich überhaupt die Berechtigung habe, das Fenster zuzumachen. Und hier ist nämlich alles schon nass. Ja, Platz 2 ist Leon mit 126 Punkten. Dann kommt Platz 3, Patrick mit 121 Punkten. Dann Super Spieli auch mit 121 Punkten. Also beide haben Platz 3. Dann Sümer mit 41 Punkten ist Platz 5. Oha, oha. Pfui. Machen wir mal zu. So, nehmen wir es angekommen. Ja. Und dieser Boot, der tut im Prinzip informieren über verschiedene Ereignisse im Spiel. Also wenn ein Tor geschossen wird, ja. Das können wir Ihnen kurz hier zeigen, wie das aussieht. Das sieht dann so aus. Goal, das heißt Tor. New Intermediate Result for Kroatia, Bindestrich England 0:1. Das sieht dann im Prinzip so aus, ja. Und dann werden sie im Prinzip immer informiert über Spiele und das direkt über Telegram. Also man braucht keine Fußball-App oder ähnliches, sondern man hat das alles direkt in dem Telegram-Messenger drin. Ne? Und das war im Prinzip quasi jetzt so das Spiel gewesen, wo Kroatien England rausgeschmissen hat. Ja? Und gestern war jetzt quasi das gestern war dann Spiel Belgien gegen England 1:0. Belgien gegen England 2:0 und dann Match Belgium, England endet, Final Result 2:0. Ja? Und so sind sie dann im Prinzip immer informiert über den aktuellen Status des Spiels, ohne dass man überhaupt eine Fußball-App benötigt. Ja. Ja. Schauen Sie mal, sehen Sie das? Also laut dem Radar tut die Gewitterzelle ganz schön schwächeln. Ja? Es blitzt zwar noch, aber wir werden definitiv davon ausgehen müssen, dass wahrscheinlich in den nächsten 10-15 Minuten das Gewitter komplett zusammenfällt. Ja? Sehen Sie das? Weil es ziemlich viel violett und nichts mehr grün und auch nichts mehr rot. Ja? Das letzte Bild haben Sie gerade gesehen. Von dem her. Der Alex Spieler mit seinem Bierchen. Ah, jetzt ist 17 Uhr, also das Spiel fängt an. Jetzt können wir im Prinzip hier live machen. Anpfiff vor 45 Sekunden, live, deine Wette 0:1. Ich gehe nämlich davon aus, dass Kroatien gewinnen wird. Achtung, jetzt kommt die Antwort vom Alex. Habe es dir ja gesagt, Thomas. Ja, aber das war nur ein bisschen Glück, weil der Dings, der Leon hat falsch getippt. Der hat gedacht, dass England gewinnen wird. Und deswegen habe ich überhaupt die Chance gehabt, dass ich oben geblieben bin. Ja.
Naja, gut, dann sind wir halt Platz Nummer 1 Europa ist ja, glaube ich, in 2 Jahren, bei dieser Weltmeisterschaft. Ne? Und ja, auf jeden Fall, das Ganze kann man gut über Telegram verfolgen und man kann im Prinzip die Wetten noch durchführen. Aber ich glaube, wie man jetzt wettet, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht mehr zeigen, weil die Spiele im Prinzip schon vorbei sind. Die FIFA-Weltmeisterschaft ist vorbei. Es gibt keine ausstehenden Spiele mehr. Wir bitten dies zu entschuldigen. Oh Mann. Nee, also. Oh. Wir müssen jetzt wieder einen manuellen Fokus reinmachen. Was für ein Bullshit. Aber auf jeden Fall, wir können aussagen, dass wahrscheinlich das Gewitter jetzt demnächst kaputt geht. Wir werden definitiv nicht so lange filmen, wie dann dort das Fußballspiel geht. Sie werden es, denke ich, spätestens über das Fernseher erfahren, wie das Spiel in Frankreich gegen Kroatien ausgegangen ist. Ja. Wir haben bis jetzt 55 MB verbraucht in 2 Stunden, also das ist wirklich sehr wenig, muss man sagen. Normalerweise sind die 100 MB bei mir noch nicht mal in einer Stunde weg. Ja gut, aber ich bin auch extremst sparsam wegen der Gewitterlage. Ich sende da keine Dateien oder so. Ne? Achtung, Belüftung an. So, jetzt sehen wir zumindest ein bisschen was, aber ich glaube, bald wird die Lüftung wohl wahrscheinlich auch versagen. Wenn die auch komplett mit Feuchtigkeit ist, dann müssten wir erst ein bisschen herumfahren, damit überhaupt die Klimaanlage arbeitet, weil die hat nämlich trockene Luft. Ja. Ich habe jetzt mal drüben das Fenster aufgemacht. Tja, so sieht's aus. Morgen werde ich wohl wahrscheinlich auf der Arbeit ein paar Gewitterle verpassen. Was ist das?
Eine Witter mehr als 50 mm. Achtung, der Ton von dem Blitz. Mach mal hier Fenster zu, ansonsten fliegt hier alles durch die Gegend. Aber ich habe da keine Ahnung, was bedeutet überhaupt ein Ausrufezeichen. Aber schauen Sie, man kann im Prinzip auch so einen Screenshot machen. Jetzt zeige ich es Ihnen mal. Sie nehmen hier den hier und dann klopfen Sie da drauf. Und jetzt hat er einen Screenshot gemacht. Ne? Das ist im Prinzip genauso möglich. Das finde ich manchmal ganz praktisch, wenn man nur eine Hand frei hat. Dann legt man im Prinzip das Handy hin und ich glaube, das Gewitter ist jetzt schon weitgehend kaputt gegangen. Ja, wobei. Man müsste jetzt sich vor Heilbronn setzen, damit man nochmal was beobachten könnte, aber das sind ungefähr 50 Kilometer. Beziehungsweise da hat sich was Neues ausgebildet. Schauen Sie jetzt da. Das Ding hier ist komplett neu. Von dem her, die Heilbronner Zelle wird eh jetzt kaputt gehen. So, ich muss die dann noch mal in den Fokus stellen. Und wieder die Linse putzen. Ja. Weil wir haben ja nämlich auf der anderen Seite das Fenster offen und dadurch eine Dauer 5 Stunden. Aber auf jeden Fall die Fensterscheibe schon mal sauber.
Aha. Der Simon sagt, wenn Thomas schon so tippt, dann wird das schon stimmen. Ich sag 2-1 für Frankreich nach Verlängerung. Naja, gut. Die meisten, eigentlich sind alle für Kroatien, weil Frankreich ja nämlich schon einmal Weltmeister geworden ist. Soweit ich jetzt weiß, war das in dem Jahr 1998. Ja? Aber Kroatien ist bis jetzt noch nie Weltmeister geworden. So, schauen Sie mal. Das Gewitter ist jetzt schon langsam in Richtung Südosten abgezogen. Ich habe jetzt keinen Bock, den manuellen Fokus rauszumachen. Ah, oder machen wir doch. Weil wir müssen ja die Doku nämlich schon langsam abschließen. Ne? Jetzt hier 9 Kilometer südöstlich. Und das Gewitter ist jetzt hier Richtung Südosten abgezogen. Es geht jetzt langsam auch kaputt. Ne?
weil die Blitzeinschläge, die sind relativ wenig geworden. Bevor wir nämlich komplett gedrosselt werden, dann zeigen wir Ihnen noch mal kurz das Radarbild. Ja. Und da sehen Sie im Prinzip, dass über bei uns nur ein mäßiges Regengebiet ist. Da wird sich nicht mehr viel tun. So, sehr geehrte Damen und Herren. Okay. In der 18. Minute hat schon Frankreich den Kroaten ein Tor reingeschossen. Na, das wird ja nochmal interessant. Vielleicht wird ja dann doch Frankreich Weltmeister, ne? Ja. Also solche Informationen bekommen Sie hier auch über Telegram mit. Ja. Da haben wir im Prinzip eine ganze Wette gemacht seit dem 15. Juni, glaube ich, oder 14. Juni, wann auch immer das angefangen hat, bis heute. Und ich bin sogar Platz 1 geworden. Keine Ahnung warum, aber ich habe bis jetzt noch nie Fußball getippt, aber trotzdem bin ich Platz 1 geworden. Zumindest in dieser Gruppe. Ja. Interessant. Na gut, jetzt tun wir im Prinzip das gesamte Datenvolumen verbraten, indem wir jetzt Apps aktualisieren. Das ist mir jetzt egal, weil die Doku ist ja jetzt nämlich komplett vorbei. Das Auto ist schon wieder komplett nass. Gibt's ja gar keine sinnvollen Apps. Oh, na gut, egal. So, dann verbrauchen wir jetzt mal das komplette Datenvolumen. Okay, gut, sehr geehrte Damen und Herren. Das war's jetzt leider auch schon. Mit dem Tipp Frankreich 1, Kroatien 0 werden wir uns jetzt hier verabschieden. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wer jetzt doch noch Weltmeister wird. Ja. Interessant, da ist Beleuchtung drin. Ich dachte schon, dass der Tropfen rot leuchtet. Egal. Und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie Interesse an unserer Telegram-Wettergruppe haben, dann können Sie uns gerne schreiben. Ja? Aber ansonsten würde ich dann einfach aussagen, das wäre es dann jetzt soweit. Ja? Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag und ich hoffe, es hat Ihnen noch Spaß gemacht, hier mit zuzuschauen bei dieser komischen Dümpelwetterlage. Und das war jetzt der Donner, der wir uns verabschiedet. Ja. So, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.